Hey Leute, hier sind die FIFA 13 Prognosen. Ungefähr die, keine Ahnung, 10. oder so. Und diesmal wieder zu zweit. Ja, ich, der Firebro LP, bin hier. Ich bin überhaupt kein Fußballexperte. Ich gucke ganz gerne mal vielleicht mit meinem Vater vor der Glotze Fernseher. Aber so generell vom Fußball habe ich nicht so viel Ahnung. Und genau deswegen habe ich dich eingeladen, damit du dich hier schön blamieren kannst. Nein. Ja. Nee, weil mein letzter Gast... Hast du das Spiel gestern gesehen? Ja, ja, das wollte ich fragen, aber mein letzter Gast, der wusste auch so, genauso wichtig, wenig über Fußball, und das passt ja gut. Ja, ich habe das Spiel gestern gesehen, Bayern gegen Barcelona, also das macht in zwei Spielen, haben die jetzt 7:0 gegen die eigentlich beste Mannschaft der Welt gewonnen, was schon ziemlich stark ist, ja. Wow. Ich denke auch, dass im Finale gegen Borussia Dortmund sie viel bessere Karten haben werden. Ja, denke ich auch. So, ich glaube... dass der HSV gegen Hoffenheim spielt, aber ich habe es jetzt gar nicht überprüft. Warte mal kurz. Okay, total fail. HSV spielt gar nicht gegen Hoffenheim, wo ich mir so sicher war. Das Ganze wird gegen... Nein, nicht Arsenal, gegen Wolfsburg. Die zweite grüne Mannschaft in der Bundesliga, die das ähnliche Logo wie Bremen eigentlich fast hat gespielt. Ja. Jo, gegen die Wölfe. Wohne ich ja auch in der Nähe. Also nicht in der Nähe von Hamburg, sondern in der Nähe von Wolfsburg. Glaube ich. Also, liegt ja in Niedersachsen. Naja, aber wenn du das Spiel schon gestern gesehen hast, dann dürftest du ja nicht der Unerfahrenste sein. Oh, und es regnet schon wieder. Es regnet immer in meinen Prognosen. Typisch Hamburg halt, ey. Geil. Ja, aber in Hamburg haben wir eigentlich ganz schönes Wetter. Wie ist es bei euch? Ja, bei uns ist es auch ganz gut. Bei euch in Hamburg war ja lange Winter. Bei uns war das eigentlich nicht so ein heftiger Winter. Also bei uns hier in Hessen ist es momentan auch sehr warm. Was ich hasse, ist so richtig heftig warm, dass man schwitzt. Und ich hasse es auch, wenn es so richtig heftig kalt ist. Ja. Aber hier bei Hessen, bei uns ist es, ich liebe es so, wenn es schön warm ist, aber doch immer so eine leichte Brise, also so leichter Wind kommt. Ja, es ist bei mir immer so, im Sommer freue ich mich auf Winter und im Winter freue ich mich auf Sommer. Ja, das ist halt so. Obwohl, im Winter haben wir hier bei uns in seligen Stadt, haben wir halt so einen großen Berg am Ende der Stadt und dort kann man so geil Schlitten fahren. Bin ich gar nicht zu gekommen. Kennst du den Hamburger Dom? Tor! 1-0! Ja, ich kenne den Hamburger Dom. Ja, cool. Kennst du auch die Reeperbahn? Ja, ja, die kenne ich. Ist ja voll bekannt. Hier mal steht 1-0, 4. Minute. Es bringt Glück, wenn ich hier gestern habe. Es war sogar gar nicht so schlecht heraus. Ist das nicht dieses... ist das nicht diese... Ja, FIFA ist ein Fußballspiel, ja. Nein, ich meinte damit was anderes. Ja, ist die Hamburger Reeperbahn nicht dieses Dings, wo voll viele Strip-Lokale sind? Ja, ja, das ist so eine... ja, wenn mal irgendein Mann ein bisschen Lust hat, was anzuschauen, dann ist er da genau richtig. Naja, nein. Und halt auch nicht nur anschauen, ne? Mein Vater war einmal in seinem Leben in einem Strip-Club. Auch zur Sache gehen. Aber nicht, weil er mit seinem eigenen Geld dorthin gegangen ist. Du kennst doch das, wenn Leute heiraten, einen Tag bevor sie heiraten, gehen sie nochmal ins Strip-Lokal oder so, gell? Ja, ja, ja. Das kennst du, und da war mein Vater, also, und mein Onkel hat halt geheiratet. Mein Vater war halt eingeladen mit ins Strip-Lokal. Ja, ja, das ist auch immer bei How I Met Your Mother. Kennst du bestimmt. Ja, ja, natürlich. Ich finde auch How I Met Your Mother ist einer der wenigen Serien, die von Staffel zu Staffel immer besser wurden. Ja. Ich immer so, dass die ersten Teile am besten sind. Von allen Sachen. Von Videospielen, Filmen. Würde ich nicht so sagen. Naja, aber lass uns mal über Fußball reden. Ich muss hier ein bisschen jetzt ausfragen. Es steht übrigens schon 2-0 für mich jetzt hier. Son. Holmenson. Naja, was ist deine absolute Lieblingsmannschaft? Oder kennst du überhaupt eine Mannschaft? Nein, denke ich schon. Aber was ist deine Lieblingsmannschaft überhaupt in der Bundesliga? Ja, FC Bayern würde ich sagen. Ja. Ich habe, glaube ich, schon oft genug gesagt, aber es ist halt so, dass
eigentlich ist FC Bayern halt so eine der vier Mannschaften, die einfach so richtig viel Geld haben, genau wie Paris und Manchester City, und sich damit gute Spieler kaufen können und demnach halt übelst gut spielen können. Und sowas wie Dortmund, die einfach nicht viel Geld davor hatten, einfach aus so einer wild zusammengekramten Mannschaft irgendwas Top-Fußball spielen, das ist mir da schon sympathischer. Wusstest du schon, dass der Let's Play Markus, also Newson LPM, auch Fußball macht? Er ist großer Darmstadt-Fan, ja, das weiß ich. Ja, er spielt in der Darmstadt-Mannschaft mit. Weißt du, das habe ich auch mal geglaubt, aber ich glaube, es dachten viele nach so einem Video, aber ich glaube, das... Na, ist wirklich so. War gar nicht so. 3-0, Arslan. Doch, doch. Hä, ehrlich? Nein. Doch, wirklich. Markus ist in der Darmstadt-Mannschaft. Aber das hätte er doch schon mal in vielen Videos gesagt. Ja, ja. Guck, er hat auch so einen Channel, Markus. Der nennt sich SV der nennt sich SV Darmstadt. Und da hat man Markus auch in einem Video gesehen, halt, als er Fußball gespielt hat. Wie ist der Markus Stegmann? Ja, genau. Ja, das ist er nicht. Das dachte ich auch. Ja, natürlich ist er das. Oh, geiler Pass. Woher willst du wissen, dass es er es nicht ist? Ja, weil er sich schon ganz vielen Videos gezeigt hat, und das ist er nicht. Und das hat er, glaube ich, auch mal selbst bestätigt, weil ich dachte das auch. Ich habe das sogar in den Kommentaren früher geschrieben, so, was? Du spielst Fußball, wie findest du denn Zeit dafür? Ich meine, das würde ja auch ein bisschen, wie soll er das schaffen, gleichzeitig Fußball zu spielen, Let's Plays zu machen, und er ist auch eigentlich viel rundlicher, sag ich mal. Ich dachte das auch, aber das ist... Nein, ist eigentlich ganz so rundlich, das sieht nur immer so aus. Also, behauptet Markus zumindest. Es gibt Videos, wo er sich zeigt. Ja, aber es sind irgendwie zwei Videos oder so. Alter, wie schlecht ist Wolfsburg überhaupt? Oder auf welche Schwierigkeit habe ich überhaupt gestellt? Es steht schon 4-0 nach 26 Minuten. Steht das hier? Nein, aber Markus ist schon ein Fußballfan. Ja, Fan, klar, das weiß ich, aber ja, Spieler dachte ich halt auch, da hast du recht, das ging mir genauso, aber das hat er selbst, glaube ich, mal bestätigt. Naja, aber er spielt auch Fußball, aber halt nicht in der Mannschaft, glaube ich, hat er auch mal gesagt. Ja, das kann sein. Egal, dann spielen wir halt mal auf Amateur oder was ich hier spiele, weil ich schieße so lasch und der Torwart lässt alles rein. Ist wohl heute dein Glückstag. Oder ich spiele wirklich auf Halbprofi und Wolfsburg ist richtig schlecht gemacht. Jo. Auf jeden Fall, das ist eigentlich das Hauptthema. Dass, wenn ich jetzt alleine gesprochen hätte, hätte ich eigentlich nur jetzt über Bayern und die Champions League reden. Weil was die da spielen, das ist wirklich so stark. Und jo. Was Wolfsburg hier spielt, ist irgendwie so schwach. Hä? Das ist voll nicht normal, wie schlecht die gerade spielen. Und ich habe doch jetzt nichts umgestellt. Kennst du das, wenn eine Frau sich den Nagel bricht, passiert überhaupt nichts. Aber wenn ein Mann sich den Nagel bricht, blutet er überall. Hä? Also, wenn zum Beispiel, du kennst es doch, manchmal fetzt dein so ein bisschen von deinem Nagel ab. Also zum Beispiel, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir mal ich schneide mir die Nägel nicht, ich reiß mir die selber mal ein kleines bisschen ab. Was ich immer mache, ich habe jetzt seit irgendwie 2 Wochen auch nicht die Nägel geschnitten. Ich schneide mir die auch nicht, ich reiß die. Ich tue die auch öfters reißen vom Fernseher, aber was ich noch öfters mache, ist so in der Schulklasse, wenn ich gerade mal keinen Bock habe, mich am Unterricht zu beteiligen, kaue ich ganze Zeit an meinen Nägeln rum. Ja, das machen auch viele Mädels. Willst du damit sagen, dass ich ein Mädel bin? Nein, aber so. Eine Lehrerin hat sich mal voll aufgeregt aus unserer Klasse, so dass eine, die das die ganze Zeit gemacht hat, meinte, wie kindisch das wäre. So. Naja. Nein, das war natürlich Quatsch, was sie gesagt hat. Kindisch würde ich das jetzt nicht nennen. Es ist vielleicht ein bisschen armselig, aber... Okay, damit habe ich mir jetzt gerade selber einen Korb gegeben, weil ich mache es ja selber, aber
Okay, so sieht nicht wirklich kindisch. Meinst du jetzt beim Basketball oder? Korb gegeben. Oh mein Gott, das Niveau steigt. So ein trockener Witz, ich glaube, ich muss mal Wasser holen. Ich bin gerade so auf Facebook eben und ich gucke mir jetzt so ein bisschen durch, was Leute gepostet haben und ich war, guck mal nach was Witzigen, was ich im Part erzählen kann. Wir können ja auch über soziale Netzwerke reden. Was hast du alles für soziale Netzwerke, in denen du bist? Also logischerweise YouTube. Ich verlinke dich. Ich verlinke dich natürlich auch im Video, aber ich brauche noch einen schönen fiesen Spruch für dich. Bei meinem letzten Partner habe ich so richtig schön fies geschrieben, der Fußballexperte, obwohl er gar nichts wusste. Ja. Und du kannst ja. Irgendwas musst du für dich noch. Und für mich, naja, aber auf jeden Fall, auf was bist du jetzt noch? Also ich bin nur auf Skype halt mit Tanuki Gamer, sonst nirgendwo. Ich finde, eine Facebook-Fanseite will ich nicht, weil ich dazu noch viel zu unberühmt bin und auch irgendwie fände ich es irgendwie auch doof, dann noch gleichzeitig neben einem Upload dann noch die ganze Zeit da Videos zu posten. Das wäre mir irgendwie zu doof. Ich habe so eine Facebook-Fanseite. Ja. Also ich benutze sie kaum. Ja, also. Ich habe sie mir halt nur errichtet, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, genug Leute habe. Dann werde ich erst an jedem Part drauf posten, aber jetzt lohnt sich das für mich nicht. Oh, wie glücklich die Wolfsburger auch jetzt aussehen nach dem 14-0, Alter. Ey, hier hat niemand was Gutes auf Facebook gepostet. Früher haben alle so geile Witze gepostet. Aber bist jetzt auf deiner privaten Seite. Ja, eben. Was? Die Kommentatoren reden da gerade von einer Wasserschlacht? Okay. Nee, hast du Twitter? Das habe ich zum Beispiel nicht. Ich habe Facebook habe ich natürlich privat. Bin ich eigentlich jeden Tag. Wenn auch, ich kann nicht verstehen, es gibt so viele Mädchen aus meiner Klasse, die auch selbst von sich behaupten, dass sie einfach Facebook-süchtig sind. Was ja auch immer so in den Medien mal so gesagt wird, ah, Facebook-süchtig, die neue Krankheit steht übrigens 5-0. Und ich kann das gar nicht verstehen. Facebook-süchtig. Wenn ich ein Kind haben könnte von einem sozialen Netzwerk, dann mit YouTube. Aber ich finde YouTube halt einfach, weil Facebook finde ich, also ich brauche es, weil ich da, ich habe zum Beispiel Spiele-Tipps geliked. Jetzt werden wahrscheinlich meine Fans hier alle bei Spiele-Tipps durchgehen, die das geliked haben. Das sind irgendwie 1 Million und werden dann gucken. Das wer zu mir passen würde. Ich will mal sehen, ob wirklich jemand so geisteskrank und. Also ich glaube, wenn ich so über 10.000 Abonnenten hätte, hätte es schon irgendwer getan. Ja, okay, das war 6-0, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich glaube sogar bei der Abonnentenzahl von Galkin oder so. Ja, normal. Nee, aber den kennt man ja schon. Und ja. Markus hat sich ja auch schon in ganz vielen Videos gezeigt. Also ich glaube in einem Video auf seinem Real-Life-Kanal. Einmal war es, glaube ich, aus Versehen, das war so bei Nintendo Land. Da wurde auf dem Screen das Gesicht von einem gezeigt, aber das hat er nicht rausgeschnitten, also hat er dann akzeptiert, dass man ihn da sieht. Ja, was ich schade finde bei Markus immer, er ist nicht so ganz, wie soll ich das sagen, offen, er zeigt sich halt nicht so sehr, er macht halt nicht wie Galkind immer so kleine Zwischenvideos oder so, wo er halt auch mal was anderes zeigt als nur Let's Plays. Also weißt du, wie ich meine? Ja. Also Galkin macht ja auch manchmal sowas wie Let's. Aber ich kann nicht verstehen, wie Galkin, der irgendwie, das finde ich auch ein bisschen niveaulos von ihm, die ganze Zeit zu sagen, ja, ich gehe wieder zu McDonald's, jetzt gehe ich wieder zu McDonald's. Oder auch Videos bei McDonald's zu machen, das finde ich irgendwie schon ein bisschen unterm Niveau, finde ich. Naja, ich weiß, ich werde jetzt gehatet und so, ist mir auch egal, das ist meine Meinung. Ja, das ist immer gut. Man sollte immer seine Meinung sagen. Ich finde irgendwie, es ist schon ein bisschen. Ich meine, ich gebe jetzt zu, ich esse selber mal bei McDonald's, aber da so Videos... Stopp mal. Wusstest du das schon? Guck mal, der Daumen runter wurde schon abgeschafft in einer gewissen Weise. Was? Der Daumen runter wurde bei YouTube abgeschafft in einer gewissen Weise. Stopp mal, ich dislike mal ein Video von dir und das wird als Daumen hoch gezählt. Ohne Spaß. Geh mal nach diesem Video auf YouTube. Dislike irgendein Video von mir aus aktualisiere und dann siehst du, der Dislike wurde als Like gezählt.
Ja, ist halt Bug, ne? Nein, ist kein Bug. Das ist richtig. Der Daumen runter wurde abgeschafft. Ey. German Let's Play hat auch so ein Video dazu gemacht. Und ganz viele andere haben auch in den Kommentaren... Nein, die berühmten Let's Player sind ihre Hater los und verdienen nicht mehr durch ihre Hater Geld. Naja. Stopp mal, ich, sorry, aber ich dislike mal kurz ein Video. Wenn es wirklich als Dislike gezählt ist, tue ich wieder hochmachen. Ich dislike kurz und wird als hochgezählt. Ey, das ist so, das ist krank. Aber irgendwie geil. Hä, da wurde ja nicht abgeschafft, dann kannst du ja disliken. Ja, aber der Dislike wird als Daumen hoch gezählt. Wahrscheinlich ist das jetzt erst so in der Probephase, dieses Dislike abschaffen. Und deswegen ist der Dislike-Button halt noch da. Aber er bringt einem nichts mehr. Naja. Ja, und wir müssen da ein bisschen mit Spott reagieren, denn bisher ging ja gar nichts zu machen. Ansonsten, was haben wir davor noch geredet? Stopp mal, wir haben doch davor noch was anderes. Warte, also, über, genau. Es fing alles an mit Facebook-Spieletipps, genau. Und durch Spieletipps werde ich immer über neueste Games informiert, was ich halt schon sehr praktisch finde. Und dann habe ich noch die UCI-Kinowelt geliked, das ist eigentlich das Kino, in das ich auch immer gehe in Hamburg, wo ich dann persönlich immer über die neuesten Film-News informiert werde. Und halt sonst noch so, falls in der Klasse, in der Klassengruppe irgendwer so sagt, ja, irgendwie das fällt aus, was haben wir dann auf? Das ist eigentlich schon ganz praktisch so. Also ich benutze es jetzt, also ich finde es schon nötig, aber halt nur privat. Twitter benutze ich gar nicht. Instagram ist jetzt auch ziemlich angesagt. Brauche ich einfach nicht. Wieso braucht man was extra, nur um Fotos zu posten? Ey, ich habe jetzt was, Sag jetzt nicht, du hast... Sag jetzt nicht, du hast Instagram. Nein, habe ich nicht, aber ich habe Twitter. Ich habe was Witziges. Hast du vielleicht gerade meinen Telefon klingeln gehört? Ja. Ja. Jetzt wird die Aufnahme kommen. Auf jeden Fall hier auf Facebook gibt es was ein bisschen Witziges. Das ultimative Duell. Glätteisen versus PlayStation 3. Also, ganz ehrlich, fürs Glätteisen, ganz klar, fürs Glätteisen. Und das meine ich überhaupt nicht ironisch. Für was bist du? PlayStation 3 oder Glätteisen? Damit will ich noch anmerken, dass Glätteisen ist böser. Antwort C. Nein, für PlayStation, hä? Ich verstehe den gerade irgendwie nicht. Ey. Oder kennst du diese Sachen, so was ist besser, Italien oder Spanien? Spanien like, Italien Kommi. Ja, das sind alle welche, die like geil sind. Ja, ja natürlich, ich mach da auch nie mit. Ich auch nicht, das Blödeste ist, man weiß ganz genau immer, dass es nicht, dass es am meisten geliked wird und nicht am meisten kommentiert oder geteilt. Es ist einfach so. Und deswegen schreiben Leute extra, ja, für Spanien, like, Italien, Kommi. Ja, ich kenne das. Ja, so ist es nicht auf. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Seit wie lange nehmen wir jetzt gerade auf? Schon länger. Irgendwie hatte ich sich hier automatisch umgestellt, weil das Spiel ist länger, Schwierigkeit ist irgendwie schon echt... nicht nochmal Bundesliga tauglich hier. Schlecht animiert die Fans gerade sind im Hintergrund. Was ist denn so dein Lieblings-YouTuber? Ach, also eigentlich lange Zeit war es Markus. Einfach, er hat mich in die Let's Player Welt geführt. Ich finde man merkt ihm an, also ich finde, er ist einer witzigste, er ist einfach der beste so Let's Player, der es drauf hat, so vom Entertain her, von allem. Er hat die meiste Erfahrung so, statt die ganzen, die vor, was mich richtig nervt, das muss ich jetzt mal sagen, sind die ganzen, die einfach irgendwelche Minecraft-Videos machen, irgendwelche Mods oder so vorstellen, weißt du, was Mods sind? Ja, natürlich. Ja, gut. Ne, irgendwelche Mods vorstellen oder irgendwelche Hunger Games oder so spielen und nur dadurch, oh, Tor für Wolfsburg, 90. Minute. Und dann nur dadurch auf einer 50 Abos haben. Genau, also obwohl das Video der totale Mist ist. Das sind einfach nur 50 Minecraft-Suchtis.
Ja, weil die halt alle, davon gibt's, davon kann ich dir so tausende aufzählen, die machen alle das gleiche und sind alle so berühmt dadurch. Und so einer wie Markus, der wirklich was Innovatives macht, der witzig ist, der hat vielleicht das so ein Fünftel von dem, was die an Abonnenten haben. Naja, nicht unbedingt, aber... Ja, aber es ist wirklich so. Die kriegen einfach was viel auch, schneller so einen Abonnenten-Push. Eigentlich gibt es so tausende Minecraft-Let's Plays, deutsche Minecraft-Let's Plays, nur durch Gronkh, muss man ja auch irgendwie sagen. Ja, Gronkh hat sich auch verdient, der spielt unterschiedlich, der macht keinem was nach, der hat mit Minecraft angefangen. Gronkh ist halt wirklich witzig so. Ja, Gronkh hat immerhin Humor und so. Ich werde hier gerade auf Origin angeschrieben. Naja, aber das Spiel ist vorbei. 7-1 gewonnen. Arslan und Thundervat haben die Bewertung 9,7. Was ziemlich gut ist. Also ein tolles Ergebnis. Und ein toller Part mit vielen Themen. Ich glaube, ganz viele haben wir irgendwie besprochen, aber nie weitergeführt. Egal. Und dein Wort zum Sonntag. Nein, zum Abschluss. Abonnieren! Abonnieren! So auf Facebook teilen! Abonniert auf Facebook-Tail. Das war's von eurem Herz Tarier. Und tschüss.